terror begins again. So, meine lieben Freunde, wir sind wieder da in einer neuen Folge Dark Souls. Ja, und dieses Mal bin ich würde sagen, gesund. Also, es wird jetzt eine längere Aufnahme von 2-3 Folgen bestimmt. Hoffe ich mal, wenn ich nicht wieder schnell die Lust verliere. Ich hoffe mal nicht. Wir haben ja beim letzten Mal fast diesen Scheiß-Boss geschafft. Und mir fällt gerade auf, wieso... Ich kann doch einfach durchlaufen. Ach, das ist doch kacke. Wie ich das immer wieder vergesse. Ich gehe nochmal zum Feuer. Ja, die letzte Aufnahme, die letzte Folge, die war ja... Ja, eigentlich war die ja, sie war kürzer als sonst, aber sie war lang genug. Sagen wir es mal so. Lag ja noch daran, dass ich so ein bisschen, ja, verschnupft war und mit dem Hals Probleme hatte und pipapo. Mittlerweile... Aua, danke, du Hure. Ja, ja, du halt mal die Fresse. Ich muss hier mal lang, ja? Ich bin der Neue, ich komme jetzt öfters und ich will hier durch. Auf der Seite war ja auch noch so... Ach, Mann, da kommen wir nicht hin, wenn wir die hier nicht platt machen. Geronimo, ich bin durchgekommen. Und irgendwie ist der Typ gerade nicht gelaufen. Das hat mir so ein bisschen... Ich freue mich ja schon, wenn wir den Endgegner besiegt haben. Dann stehen diese komischen Ritter auf, die hier rumsitzen. Sein lieber Junge, sein lieber Junge. So, dann wollen wir mal den Drachenreiter plätten. Wir haben es letztes Mal fast geschafft. Wir brauchen Geduld. Wow. Du Hure. Scheiße, vielleicht hätte ich so ein Kraut schlucken sollen, damit ich schneller Ausdauer-Ragge. So, ich halt mal... Nimm's! Puh, die Seelen da hinten sind mir gerade sowas von egal. Nein! Du Hure! Wow! Alter, was knistert denn hier so im Hintergrund? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Katzen finden alles, was knistert, sehr interessant. Besonders Mülltüten. Generell Tüten sind für Katzen sehr interessant. Das, also falls ihr das Knistern hört, das ist die Katze, die versucht, in die Mülltüte reinzukommen. Ich muss das nicht verstehen. Gefühlt sucht sie einen Schlafplatz. Dafür eignen sich ja Tüten so gut. Geh mal weg, Junge. Oh, oh. Oh, das war ganz minimalistisch knapp. Ho, 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 du Sack. Alter, Katze, jetzt chill mal da hinten. Ich kann gerade nicht. Ich laufe auch... wir müssen auch gegen den Uhrzeigersinn. Oh nein. Alter. Jetzt bin ich gerade raus. Fuck, der macht mich jetzt platt. Kacke, 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 kacke. Nein! Das war's. Boah, Leute, habt ihr das gesehen? Alter. Er ist gut, aber... Oh, ich bin besser. Oh. So, zack. Bams, weg mit dir. Ach komm, roll! Oh, 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 oh. Gib dir, gib dir, gib dir!
Ich muss näher ran. Also ab jetzt haben wir keine Heilung mehr. Das ist so unser einziges Problem gerade. Und das ist mir aufgefallen, wenn er wenig Leben hat, dann hält er viel das Schild hoch. Er versucht Abstand zu kriegen so ein bisschen. Ah, der hat mich erwischt. Scheiße. Na komm, mein Freund. Der lässt... Ah, der hat sich gedreht. Scheiße. Der war böse. Das war ein böser Move, Junge. Ja, ich habe ihn geschafft. Boah, was ein Erfolgserlebnis. Oh, das war zu tief. Oh, das macht meine Stimme noch nicht mit. Wir haben gesiegt. Ich bin der Beste. Oh, oh. Seht ihr das da hinten? Okay, wir kommen hier aber jetzt weiter. Was? Ich würde jetzt gerne hier noch ein bisschen... Oh Gott! Der sieht böse aus. Bams, Junge! Ich ficke dich weg! Komm, na komm! Ja, nichts kannst du! Homo. Ich mach das gerade bloß, weil da vorne eine Kiste ist und die würde ich gern haben. Dafür muss ich ihn aber auch noch wegballern. Oh Gott, der passt da durch. Jetzt geh drauf. Nix da. Die Kiste gehört mir. Ich würde auch gerne noch auf die andere Seite, wo der Drache ist, aber... Ach, guck mal, die warten da jetzt. Wie nett. Öffne die Kiste, Junge. Öffne die fucking Kiste! Er fiel ins Wasser mit 14.000 Seelen. Fick dich, Junge. Das Problem ist, dort... Ach, fuck, wir kommen da nicht mehr hin. Weil diese verdammten Ritter jetzt wach sind. Die kommen eiskalt auf mich zu! Fick doch die Oma. Wie der sich einfach noch dreht! Alter, das geht mir so auf den Sack. Boah, und ich muss da rauflaufen. Ah cool, der ist aber nicht respawned. Ach doch, der ist respawned. Super. Da ist ja auch eine! Lauf, Junge! Der kommt schon auf mich zu. Geronimo! Nein! Ah! I did it! I did it! So, die Frage ist, wie sicher sind wir da oben?
Wiese. Oh, hier ist ein Feuer. Hier ist ein Feuer. Wie nett dieses Spiel doch zu mir ist. Hier ist ein Feuer. Tschubidubidu. Boah, das macht mich glücklich. Yeah. Ach, jetzt müssen wir wieder zurück. Scheiße. Daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Aber wir können diese ganzen Noten jetzt einfach überspringen. Das ist geil. Ich habe keinen Bock, da jedes Mal durchzulaufen. So, Pibi, ich bin wieder da. Frisch gestärkt. Ja, ja, das hast du mir schon ein paar Mal gesagt. Ich würde gern aufsteigen, Pibi. So, wir sind ja ein Zauberer. Ich würde aber gern mehr Leben haben. Wie viel brauchen wir denn? Ach komm, da können wir nochmal Leben pushen. Kondition, Belastung. Das war's. Gut, 15.000 sind jetzt nicht sonderlich viel. Ja, die bringt mir auch nicht viel, ne? Scheibenkleister. Gut, wir reisen wieder zu dem zweiten Feuer. Das ist mir recht. So, dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ne? Joggen wird benötigt. Okay, da geht's weiter. Sprechen wir erstmal mit ihr. Ja, ne, ich bin neu. Ich dachte gerade, da ist so ein Heideritter. Gegenstand kaufen. Ach, die heilige Klerikerglocke. Die habe ich schon, Pibi. Erhöht den Willen. Das wäre nice. Dieser Ring wurde wohl gesegnet. Erhöht den Willen. Na gut, aber... ach, komm, ich wollte noch da hinten gucken. Oh, sie verkauft Wunder. Heilen. Medizinische Heilung. Auszug aus großer Heilung. Auffrischung. Prächtiges Leben. Wucht, Blitzspeer. Rückkehr. Rad. Blitzspeer, den hatten wir im letzten Teil, glaube ich, am Ende bekommen. Und den konnten wir aber nicht benutzen. Da brauchten wir 50 Wille für. Ja, ja, ich habe aber Seelengeiz. Gelobt sei die Sonne. Ja. Gelobt sei sie, aber wir gehen erstmal weiter. Und irgendwann müssen wir uns halt noch auf die andere Seite durchkämpfen. Da lag ein Drache, der ist interessant. Bloß ich würde sagen, dafür brauchen wir eine bessere Rüstung und eine bessere Waffe. Wo wir schon mal bessere Rüstung sind. Kann ich jetzt die alte Ritterrüstung tragen? Nein, immer noch nicht. Also ich kann sie tragen, aber ja, die wäre viel zu schwer. Und die sind alle... Wartet mal. Die Lederrüstung ist besser? Wieso trage ich... Ach ja, weil die scheiße aussah. Die sah halt mega kacke aus. Fluchresistenz. Ja, die... ganzen Dinge hier braucht Finsternisabwehr. Neue Angriffe. Für uns ist erstmal das hier wichtig, ne? Diese physischen Abwehrmethoden. Die sind für uns momentan noch erheblich wichtig. Sinnlos. Oh. Scheiße. Man muss an den Wänden ja A drücken für einen scheiß Geheimgang. Kacke, jetzt habe ich einen Trank genommen. Na egal. Wir haben ja 4 Stück. Wie ist der hier? Wovon wurde der bitte verfolgt? Ja, ich merke auf jeden Fall noch in meiner Stimme, dass das Klosteramulett, dass das Klosteramulett in meiner Stimme ist. Ja, ich merke das im Hals noch, dass viel Sprechen noch heilt Gift und stellt TP wieder her.
Ja, dass der Hals noch ein bisschen angeschlagen ist. Ich merke das in meiner Stimme gerade, dass die auch so ein bisschen kratzig wirkt. Ich räusper mich nochmal. So. Vielleicht jetzt ein bisschen besser, ich weiß es nicht. Oh! Du Nutte! Friss das! So. Du Homo, nicht mit mir. Menschenbild und dunkle Seele eines stolzen Ritters. Helle Bade eines alten Ritters. Ich hätte jetzt gedacht, das ist eine Zunge, aber Loch. Hä? Ja, die haben hier mit den Fetten gefightet, aber die waren zu doof. Hehe, Noobs. Fluch. Gelobt sei die Sonne. Wie viele hier auch sterben, ne? Das ist, Vorsicht, vor dir Kopf. Okay. Versucht links. Skelett? Ja, was denn nun? Ich sollte mir auch vielleicht mal die Sachen angucken, die ich aufgehoben habe. Okay, Menschenbild ist cool. Seele eines stolzen Ritters, die bringt doch viel. Da, helle Bade des alten Ritters. Brauchen wir Stärke und Beweglichkeit. Okay. Wo kann ich jetzt wieder gucken, wie viel haben wir noch nicht annähernd genug. Parieren. Parieren war das, ne? Ist klar, was er denn für eine? Waffe und dann Schwäche hinten. Umkreisen, übrigens Schwäche hinten. Fick dich. Als ob ich da jetzt lang gehe. Naja, gut. Wir sind ja nicht neugierig, ne? Aber eigentlich schon. Ist klar. Du Hure. Okay, sonderlich viel Damage macht er jetzt aber nicht. Oh. Sagte er und bekam einen in die Fresse. Bam, du Homo. Das sind Gegner, die mir gefallen. Ich muss aufpassen, aber ich habe eine Chance. Glück voraus. Deine Mutter. Edler Knochenstaub. Was macht der? Edler Knochenstaub. Verbrennenden Leuchtfeuer. Stärkt Estus Flakon. Ich glaube, so einen haben wir mal übersehen. Ist ja auch egal jetzt. Cool. Stärkt Estus Flakon. Das gefällt mir. Kuckuck. Hier ist keiner. Schalter vor... Ach, das hätte ich jetzt nicht gesehen. Wieso kann ich den Schalter nicht betätigen? Ach so, das ist wieder so ein Mechanismus, wenn wir mal von hier oben wiederkommen. Dass wir den Fahrstuhl hochholen können. Okay.
Alter, wie viele Tipps stehen hier? Das Wasser. Zufall, deshalb Versuch Sprint. Bösewicht voraus. Hurra für Illusion. Ja, erstmal alles abkrabbeln. Deine Mutter ist eine Illusion. Okay. Unglück voraus. Nicht aufgeben, Skelett. Alles klärchen. Ich konnte schon mal. Lügner voraus. Ja, die Nachricht ist schön und... Junge, du hast die Nachricht im Weg gemacht. Da ist nichts mit Schlagen. Wie kann man denn die Nachricht so setzen, dass niemand mehr daran kommt? Wenn da überhaupt ein Geheimgang ist. Oh! Er ist nur so ein einfacher Noob. Die haben wir schon lange nicht mehr gehabt, aber okay. Bin ich mit... LOL! Die Kröten! LOL! What the fuck ist das? Ach, das ist so einer wie eben. Der sah eben von hier aus dem... Alter, der sah voll mega aus. Frisst das, du Homo-Frosch. Warum sind das zwei? Ich schlag schneller zu. Wieder mal. Okay, das hätten wir dann auch. Hier kommen wir wahrscheinlich erst wieder später durch. Ja. Yep. Das ist irgendwie der Nachteil an der Shoulder of the Blablabla Edition. Wir hatten ja auch am Anfang diese Statuen. Ich habe in dem Let's Play, was ich nebenbei mal geguckt habe, jetzt schon eine Zeit nicht mehr, gesehen, dass die da durchkamen. Und die haben halt die normale Version gespielt. Das war so... Ja, als das Spiel erschienen ist halt, ne? Leuchtfeuer voraus! Ja, dann setzt eure Nachricht doch an, es ihr Nuddels, Alter. Ey, das ist doch so asozial. Ist ja schön, falls da wirklich eine Wand ist. Aber warum muss ich das so setzen, dass niemand das nutzen kann? Wieso sterben hier Leute? Ich denke, hier ist Leuchtfeuer. Geil. Oh, göttlich. Göttlich, göttlich, göttlich. Wie viel bringt die? 800. Das sollte, glaube ich, reichen für ein Level. Also, ach, wir sind jetzt im in der Niemandswerft. Ich will aber zurück nach Majula. Majula, Majula, mein schönes Zuhause. Ja, ich kann nicht reimen, ich weiß. Zunge, aber Loch, fick dich. Ja, ja. Nicht lange brabbeln, leveln. Und diesmal biete ihn die Zaubergeschwindigkeit wird dadurch. Und dadurch Slots. Ja gut, Zauberslots ist jetzt... Ach, und Leben kriegen wir dazu. Geschwindigkeit erhöht auch mein Leben.
Stärke auch. Ah, das erhöht aber am meisten, okay. Anpassung. Das erhöht alles Leben. Wie geil ist das denn? Ja, Magie, genau. Nee, komm, wir nehmen mal hier. Ja, doch. Nee, nee, wir nehmen das. So. Stärke. Heile mich, Bitch! Ach nee, auch egal. Ich möchte etwas verbrennen, und zwar den Knochenstaub. Deine Kraft hat den Estus Flakon gestärkt. Yeah, Bitches. So ist das geil. Wir sind endlich weiter und wir schaffen sogar was heute. Mann! Naja, schaffen. Bis jetzt ist ja nicht viel passiert an sich, ne? In der letzten Folge haben wir den scheiß Boss-Gegner besiegt. Das dürfte schon die letzte Folge gewesen sein. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Versuch's mit Joggen. Ja, der Typ joggt doch sowieso immer. Wow, ein, versucht Nebelwand. Jetzt bin ich in der Niemandswerft. Oh. Fuck you! Die Hunde schießen einfach auf mich. Nix da, mein Freund. So haben wir nun nicht gewettet, ne? Aua! Man schafft es einfach nicht, um die rumzukommen. Dich hole ich mir. Dich hole ich mir. LOL! What the fuck ist das für ein Wichser? Alter, fick dich! Die hat mich alles komplett gemacht! Du Hure! Heideritterschwert. Der hat mich einfach platt gemacht. Warte, mein Freund, dich hau ich in. Dich hau ich in die Fresse. Dir mache ich kaputt, Junge! Und dir auch, los, steh auf hier. Aua. Oh, was ist das? Alter, du Nutte. Der kommt nicht runter, ne? Ah, aber er steht auf. So, ich trinke mal ein Schlückchen. Hier ist nichts weiter, ne? Das heißt, ich gehe jetzt hier hoch. Und kann mir da Meister Propper vorknöpfen. Alter, du Homo! Alles klar, das war eine. Und ich bin fast down. Abfall. Alter, die sind ja aber auch... nicht zimperlich. Aua. Schießen wir doch direkt in die Fresse, genau. Da hinten liegen meine Seelen. Na warte, Alter, jetzt... Den mache ich jetzt kaputt. Den mache ich jetzt... Okay, wie mache ich das am besten? Aha, du Nabbel. Du denkst wohl, ich sehe dich nicht, wa?